gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. So steht's geschrieben in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Na dann! Auf! Zum Gemeinwohl! In knapp 12 Jahren sollen die Sustainable Development Goals oder kurz SDGs umgesetzt sein. Nicht mehr viel Zeit. Aber was hat die Gemeinwohlökonomie mit den SDGs zu tun, die auch UN-Nachhaltigkeitsziele oder Agenda 2030 heißen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der heutigen Sendung. Außerdem sehen wir uns einen derzeit laufenden Verhandlungsprozess innerhalb der Vereinten Nationen genauer an, den sogenannten UN-Binding-Treaty-Prozess zur Schaffung eines internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte. Schließlich werfen wir einen Blick auf ein erfolgreiches Wirtschaftsmodell aus dem Baskenland, nämlich auf die weltweit größte Industriegenossenschaft Mondragon. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Zur Sendung der Gemeinwohlökonomie Bayern begrüßen Sie am Mikrofon wieder recht herzlich Andrea Behm und Reinhard Schwarz auf Radio LoRa 92.4. Zunächst ein Rückblick auf die Delegiertenversammlung der Gemeinwohlökonomie im Mai in Lissabon. Dort haben wir GWÖ-Aktive gefragt, was sie heute sofort ändern würden, um die Welt lebenswerter zu machen. Hier ihre Antworten. Für mich ist das Thema Waffenexporte und Waffenindustrie unmöglich und das würde ich am liebsten sofort abschaffen und für mich gibt es auch keine Gründe, das weiter beizubehalten. Mein Wunsch ist, dass Italien aus der Krise, so wie wir sie erfahren haben, Schlüsse zieht, um das System zu ändern, um neue Wege zu gehen, die ein gutes Leben ermöglichen. Das bedeutet zum Beispiel eine Wirtschaft, die nachhaltig mit der Umwelt und mit sozialen Fragen umgeht. Im Moment sehe ich das nicht, deshalb bin ich beunruhigt. Aber nicht nur Italien ist in dieser Situation. Es betrifft ganz Europa. Kraftvolle, mutige Entscheidungen müssten jetzt getroffen werden. Thema Plastikvermeidung. Also es wäre so einfach, an ganz vielen Stellen Plastikverpackungen zu verbieten. Ich nenne jetzt nur mal Bio-Obst oder Bio-Gemüse. Und auch auf Veranstaltungen, wo es nur noch Plastikbecher und Plastikflaschen etc. gibt und Plastikbesteck. Das sind solche Dinge, wo ich sage, da könnte man sofort vom Gesetzgeber her was ändern. Ich würde einen Ethikbericht für alle Firmen sofort verbindlich machen. Ich würde wahrscheinlich sofort das Denken verändern wollen, dass Erfolg mit Reichtum gleichgesetzt wird und verbunden wird und dass erfolgreiche Nationen daran gemessen werden, wie hoch ihr Bruttosozialprodukt ist und dass wir wirklich von der Gleichsetzung von Geld und Einkommen und Lebenswert irgendwie, dass wir davon wegkommen. Ich würde nach Möglichkeiten suchen, wie wir mehr Menschen partizipieren lassen können an politischen Entscheidungen. Und da geeignete Formen suchen, mit denen man das einfach mal ausprobieren kann. Es passiert ja schon auf verschiedenen Ebenen, aber das reicht aus meiner Sicht noch nicht aus. Und es wäre schön, wenn man das auch mal auf bundesweiter Ebene ausprobieren könnte und damit weitere Erfahrungen sammelt, zum Beispiel im Rahmen eines bundesweiten Volksentscheids. Ich würde Menschen gerne in die Natur hinaus mitnehmen, weg von allen digitalen Werkzeugen, die ich sehr schätzen gelernt habe, aber die das Leben nicht so sehr bestimmen sollten. Und ich würde Menschen Erfahrungen geben, wie gut ein Miteinander ist und einander in Würde und Respekt zu begegnen. Also ich würde einfach alle Unternehmen verpflichten, über ihren Gemeinwohlbeitrag Auskunft zu geben und dann Gesetze erlassen, die diesen Unternehmen es ermöglichen, dass sie günstiger produzieren können, günstiger auf den Markt gehen können. Das heißt, dass dann wirklich auch die gemeinwohlorientierten Produkte am Ende günstiger sind als die nicht gemeinwohlorientierten.
Systemwissenschaftler sehe ich da einfach den Mega-Hebel. Und ich glaube, dass da einfach dann sich die Wirtschaft innerhalb kurzer Zeit massiv verändern wird, zum Positiven, eben zum Gemeinwohl hin. Das waren Jan Oppor aus Dresden, Marta Avesini aus Verona, Thomas Schanz aus Schaffhausen, Maria Amigo aus Valencia, Frank Hartkopf aus London, Ralf Wagner aus Berlin, Anna Joey Lüst und Christian Kuzina, beide aus Graz. Wenn ich Ihre Visionen so höre, komme ich ins Träumen und zweifle, ob sie jemals wahr werden und nicht doch nur Wünsche Einzelner bleiben. Hoffentlich nicht. Immerhin haben alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen im September 2015 die UN-Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, verabschiedet, die bis 2030 erreicht werden sollen. Diese umfassen 17 politische Ziele, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene dienen sollen. Und damit den Visionen unserer GWÖ-Aktiven von Lissabon schon ziemlich nahe kommen. Was sind das nun für Ziele? Das erste Ziel sieht die Beendigung der Armut überall und in jeder Form vor. Die weiteren 16 Ziele lauten: Hunger beenden und Ernährungssicherheit schaffen. Gesundheit und Bildung für alle. Gleichstellung der Geschlechter. Sauberes Wasser und bezahlbare und saubere Energie für alle. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Förderung von Industrie, Innovation und Infrastruktur. Ungleichheiten in und zwischen den Ländern verringern. Städte und Gemeinden nachhaltig gestalten. Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster einführen. Bekämpfung des Klimawandels. Schutz der Meere und der Ökosysteme an Land. Friedliche und inklusive Gesellschaften fördern und last but not least für all diese Ziele starke Institutionen und Partnerschaften einrichten. Neben diesen 17 Hauptzielen gibt es 169 Unterziele und über 2000 Indikatoren, die die Fortschritte bis 2030 messen sollen. Was ist eigentlich das Neue an den SDGs? Sie nehmen eine globale Perspektive auf Ungleichheit und Entwicklung ein und definieren erstmals auch die Länder des Nordens als Entwicklungsländer. Also auch die Bundesrepublik. Leider haben sie zwei gravierende Nachteile. Erstens sind sie rechtlich nicht bindend und zweitens in sich widersprüchlich. Sie wollen einerseits soziale Ungleichheiten und den Klimawandel bekämpfen sowie die Ökosysteme schützen, andererseits aber, wie in Ziel 8 formuliert, das Paradigma vom dauerhaften Wirtschaftswachstum und somit die kapitalistisch-neoliberale Marktwirtschaft beibehalten. Unser heutiges globales Wirtschaftssystem wird also nicht in Frage gestellt, obwohl es das zerstörerische System ist, das die Formulierung der SDGs gerade erst notwendig gemacht hat. Also ein Zielkonflikt oder besser ein klassisches Dilemma, das darin besteht, dass wir nicht die fatalen Nebenwirkungen unseres wirtschaftlichen Handelns reduzieren oder reparieren können, ohne die Hauptwirkung zu ändern. Ein hoher Lebensstandard für alle ist in einer Welt mit begrenzten Ressourcen nicht möglich. Das Dilemma, in dem wir uns befinden, können wir nicht einfach lösen oder aufheben. Was wir allerdings können, ist innerhalb der Spannungsfelder endlich ins Handeln zu kommen. Die UN hat immerhin schon musikalisch gehandelt und einen SDG-Rap produziert, der die 17 Ziele akustisch vorstellt. The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on a dollar a day. Hey, that's not how it ought to be. So goal one, eliminate poverty. And goal two, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry if you want to know. Number three is health and well-being and getting people the health care that they need in. Learning in school are the heart of goal four. Education opens up minds and doors. Goal number five is empower girls and women so they can have the same rights that men are given. Number six, people need water that's clean. Poor sanitation can't spread disease. Carbon-free energy is goal number seven. And how to achieve it is a question that's pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing. 17 sustainable
sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Now imagine that you work all day for no pay. Economic growth and decent workers go 8. Goal number 9 is to foster innovation and infrastructure and industrialization. Goal number 10, inequality reduction. 11 is sustainable city construction. 12, well, that's sustainable consumption. So what we use matches up with production. Goal 13 calls for urgent action to combat climate change, cause we know it's happening. 14, protect life under seas. 15, protect life on land. Goal 16 is for peace and justice all over the planet. They're in high demand. And the final goal, number 17, is the critical factor, the heart of the machine. It's the strength in the way we achieve these goals of sustainable development around the globe. Yo. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Zurück zu den SDGs, die, wie wir gehört haben, unser Wirtschaftssystem nicht in Frage stellen, gleichzeitig aber helfen sollen, seine schädlichen Wirkungen zu reduzieren. Kann die Gemeinwohlökonomie helfen, dieses Dilemma aufzulösen? Ja, ich denke schon, denn sie kritisiert zu Recht, dass heute wirtschaftliche Leistungen nur rein quantitativ, wachstums- und gewinnorientiert gemessen werden, wie etwa in Wachstumsraten mit dem Bruttoinlandsprodukt oder dem Profit. Diese Zahlen sagen aber nur wenig darüber aus, welchen Beitrag ein Unternehmen insgesamt zum Gemeinwohl leistet. Ethisch fragwürdig handelnde Unternehmen können danach als Gewinner dastehen, dagegen verantwortungsbewusste Unternehmen als Verlierer. Die Gemeinwohlökonomie setzt sich daher für ein ethisches, nachhaltiges und demokratisches Wirtschaftssystem ein und verfolgt beim Aufbau dieser neuen Wirtschaftsordnung einen holistischen Ansatz, ebenso wie die SDGs. Zentrales Instrument ist dafür die Gemeinwohlbilanz, die die Leistung der Unternehmen in Bezug auf Verfassungswerte feststellt, wie Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz und Mitentscheidung. Diese Werte werden in der Gemeinwohlbilanz den Berührungsgruppen eines Unternehmens gegenübergestellt, also den LieferantInnen, den EigentümerInnen, den FinanzpartnerInnen, den Mitarbeitenden, den KundInnen, Mitunternehmen und dem gesellschaftlichen Umfeld. Durch die Verknüpfung der 4 Werte mit 5 Berührungsgruppen ergeben sich 20 Gemeinwohlthemen. Dazu gehören zum Beispiel die Menschenwürde in der Lieferkette, die soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln, die Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden oder die Mitwirkung von KundInnen bei einer nachhaltigen Produktentwicklung. Unternehmen können also negative Auswirkungen auf ihr Umfeld reduzieren oder positive Auswirkungen schaffen oder erhöhen. Dabei wirken sie nach innen wie nach außen und haben daher ein beachtliches Transformationspotenzial für die Umsetzung der SDGs. Wie nun die Gemeinwohlökonomie mit ihrem Instrument der Gemeinwohlbilanz die SDG fördert, fragen wir Matthias Kasper, der uns aus Berlin zugeschaltet ist und den wir ganz herzlich in unserer Sendung begrüßen. Guten Abend, Matthias Kasper nach Berlin. Guten Abend nach München, hallo. Matthias Kasper, Sie haben zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert und anschließend Public Management studiert. Ihren Master haben Sie in Non-Profit-Management und Public Governance gemacht, einem betriebswirtschaftlichen Studiengang mit Bezügen zu Politik, Recht und Sozialwissenschaften. Bei beiden Studiengängen geht es um das Management von öffentlichen bzw. zivilgesellschaftlichen Organisationen. Seit kurzem arbeiten Sie für die gemeinnützige GmbH Climate Analytics in Berlin, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzt und dabei vor allem die am wenigsten entwickelten Länder
bei den Klimaverhandlungen unterstützt. In ihrer Masterarbeit, und das ist der Grund, warum wir heute Abend auch reden, haben sie untersucht, ob und wie die Gemeinwohlbilanz die SDGs fördert. Zunächst eine ganz allgemeine Frage. Wie viel Nachhaltigkeit lässt die Wirtschaft denn eigentlich zu? Oder andersherum gefragt, für wie wichtig erachten die Unternehmen eigentlich die SDGs? Ja, ich glaube, zur Beantwortung dieser Frage gibt es eine ganz interessante Studie des deutschen Global Compact Netzwerks aus dem Jahr 2016, der zufolge 72% der deutschen Unternehmen die SDGs für ihr eigenes Unternehmen für relevant halten. Und die drei wichtigsten SDGs, die glaube ich eigentlich von Unternehmensseite genannt werden, sind SDG 8, Arbeitsplätze und Wachstum, SDG 11, Innovation und Infrastruktur und SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Und ein weiterer wichtiger oder wie ich finde spannender Aspekt ist der, dass laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC lediglich 13% der Unternehmen, die für sie passende Instrumente zur Umsetzung der SDGs identifiziert haben. Und wenn wir noch einen Blick in die Zukunft werfen, ist es so, dass 59% der Unternehmen sich weiterhin in Zukunft mit den SDGs beschäftigen möchten. 37% sind da noch unentschlossen. Das heißt, wenn wir die ganzen Daten mal zusammenfassen, ist es so, dass die deutsche Wirtschaft, denke ich, eine sehr hohe Relevanz für die SDGs sieht. Ja. Mhm. Wir können aber gleichzeitig auch sagen, dass es noch ein hohes Mobilisierungspotenzial gibt. Und ich glaube, das Mobilisierungspotenzial sollten wir vor allem ausschöpfen, damit wir eben die Wirtschaft und die Unternehmen noch stärker ins Boot mit reinholen, wenn es um die globale nachhaltige Entwicklung geht. Mhm. Und ich glaube, dieses Potenzial können wir vor allem dadurch ausschöpfen, dass wir das Angebot an Instrumenten zur Bearbeitung der SDGs erweitern, dass wir Wissensnetzwerke im Kontext der SDGs ausbauen und eben den Austausch zwischen den Unternehmen noch erleichtern, wenn es um die SDGs geht. Ich glaube aber auch, dass wir generell noch stärker Informations- und Wissensvermittlung betreiben müssen, weil ich glaube, die SDGs, wenn es um die Bevölkerung geht, noch relativ unbekannt sind. Ja, ja. Deswegen auch heute die Sendung. Auch wenn die SDGs für viele Unternehmen wichtig zu sein scheinen, Sie haben gesagt, 59% der Unternehmen wollen sich in der Zukunft mit den SDGs beschäftigen, befassen sich aber wenige mit der Frage, wie sie wirklich einen Beitrag zur Lösung der globalen und regionalen Probleme leisten können. Was brauchen denn die Unternehmen, um verantwortungsbewusste Akteure zu werden für unsere Gesellschaft? Na, ich glaube, echte unternehmerische Nachhaltigkeit erfordert in Anführungszeichen eben nicht nur die Minimierung von negativen Auswirkungen auf die Umwelt, sondern es bedarf vielmehr einen proaktiven Ansatz, ja, der quasi Schaffung von positiven Wirkungen auf die Gesellschaft und auf die Umwelt quasi anstrebt. Und im Zuge dieses Ansatzes stellen sich Unternehmen eben die Frage, inwiefern sie mit ihren Ressourcen, mit ihren Kompetenzen und Produkten zur Lösung von sozialen, von ökonomischen und ökologischen Problemen auf regionaler, aber auch auf globaler Ebene beitragen können. Und in diesem Ansatz werden Unternehmen quasi zu Change Agents, das heißt, sie werden Agenten des Wandels für eine nachhaltigere Wirtschaft, eine nachhaltige Gesellschaft. Und dadurch schaffen sie eben auch Innovationen, indem sie, sag ich mal, bestehende Denkmuster und etablierte Weltbilder der konventionellen Wirtschaft hinterfragen, die sie irgendwo auch herausfordern und eben eine alternative Praxis schaffen. Und durch dieses Handeln motivieren diese Change Agents eben auch ja, potenzielle Gleichgesinnte, diesen Weg mitzugehen und diesen Wandel für eine nachhaltige Gesellschaft, die ich schon angesprochen habe, aktiv mitzugestalten. Ich glaube, es braucht aber auch die Schaffung von Rahmenbedingungen, die für die Wirtschaft nachhaltiges Wirtschaften stärker belohnt wird. Ja. Und das Handeln dieser Change Agents, also dieses Pionierdasein, eben viel stärker unterstützt und gefördert wird. Und da brauchen wir, denke ich, einfach noch viel stärkere Rahmenbedingungen, die das Ganze fördern und unterstützen. Jetzt will ich ganz gern zur Gemeinwohlökonomie und zu Ihrem Instrument der Bilanz zurückkehren. Die SDGs thematisieren ja anders als jetzt die Gemeinwohlökonomie nicht das heutige Wirtschaftssystem. Die Gemeinwohlökonomie geht da ja etwas weiter, da sie eben ein alternatives Wirtschaftssystem anstrebt. Inwieweit aber lassen sich diese beiden Ansätze, Gemeinwohlbilanz einerseits und SDGs andererseits, doch verknüpfen? Und wo kann die Gemeinwohlbilanz, denken Sie, einen Beitrag zur Förderung der SDGs leisten? Zunächst einmal erscheint die Verknüpfung von Gemeinwohlökonomie und SDGs, denke ich, generell sinnvoll, weil eben beide Ansätze eine globale nachhaltige Entwicklung anstreben, die, sage ich mal, stark von echter unternehmerischer Nachhaltigkeit abhängt. Ja? Mhm. Und außerdem soll das Gemeinwohl, das ja irgendwo inhärent mit dem Gedanken von Nachhaltigkeit verknüpft ist, eben im Zuge beider Agenden stark an Bedeutung gewinnen und eben auch in den Fokus oder viel stärker in den Fokus von unternehmerischem Handeln rücken. Und dieser Eindruck, dass die Gemeinwohlökonomie und die SDGs eben eine sinnvolle Kombination sein können, stellt sich vor allem dann, wenn man das Kernstück der Gemeinwohlökonomie, nämlich die Gemeinwohlbilanz, noch ein bisschen betrachtet. Mhm. Denn Sie haben es ja schon angesprochen, die Gemeinwohlbilanz ist ein Instrument der Organisationsentwicklung,
das den Beitrag eines Unternehmens zum Gemeinwohl sichtbar und messbar macht, so würde ich es beschreiben. Mhm. In meiner Untersuchung zufolge besitzt die Gemeinwohlbilanz eben großes Potenzial, Unternehmen bei der Umsetzung der SDGs zu unterstützen. Denn über die einzelnen Gemeinwohlthemen werden eben alle 17 SDGs mehr oder weniger stark adressiert, meiner Untersuchung zufolge. Und das ist vor allem deshalb so, denke ich, weil die Gemeinwohlbilanz eben einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, bei dem ökonomische, ökologische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt und vor allem eben auch auf unternehmerische Aktivitäten produziert werden. Und genau dadurch kann die Gemeinwohlbilanz, denke ich, auch als Steuerungsinstrument oder ich sag mal Unternehmenskompass bei der Umsetzung der SDGs auf Organisationsebene fungieren, mit der Folge, dass Unternehmen ihr Handeln im Hinblick auf die SDGs transparent machen können und auf Grundlage dieser Transparenzschaffung eben ihren Beitrag zu den SDGs auch erhöhen können. Mhm. In der Gemeinwohlbilanz wird ja zum Beispiel ganz zu Beginn an prominenter Stelle das Thema Menschenwürde in der Lieferkette geprüft. Und da haben Sie in Ihrer Masterarbeit eine der stärksten Schnittstellen mit den SDGs erkannt. Können Sie das bitte kurz erläutern? Ich glaube, wir müssen, wenn wir über das Thema A1, Menschenwürde in der Lieferkette sprechen, zunächst mal kurz klarstellen, was die Gemeinwohlökonomie eigentlich unter dem Begriff Menschenwürde versteht. Und die GWÖ misst diesem Begriff Menschenwürde eben zumindest mal Aspekte wie die Existenzberechtigung aller Individuen, deren Achtung, deren Wertschätzung und deren Nichtdiskriminierung zu. Und zum Beispiel aus dieser Existenzberechtigung aller Individuen lässt sich zudem ableiten, dass eben Arbeit mit zumindest existenziellen Löhnen und Gehältern vergütet werden muss. Gleichzeitig kann man eben aus diesem Aspekt Wertschätzung von Individuen zum Beispiel die Gewährleistung von einer gewissen Arbeitsqualität ableiten. Ja? Mhm. Das heißt zum Beispiel die Einhaltung der ILO-Arbeitsnorm, also die Arbeitsnorm der International Labour Organization, der UN. Und wir haben ja schon gehört, dass die Gemeinwohlbilanz zunächst mal dabei helfen kann, Transparenz zu schaffen über die jeweiligen Indikatoren in den Gemeinwohlthemen. Das heißt, man kann zum Beispiel feststellen, Unternehmen, wie stark man wirklich Wert auf Menschenwürde in der Lieferkette legt. Mhm. Die Gemeinwohlbilanz kann aber auch so eine Art Beratungs- oder Orientierungsfunktion erfüllen, wie ich meine, weil sie eben in den einzelnen Gemeinwohlthemen Maßnahmen empfiehlt, die quasi Unternehmen veranschaulichen sollen, wie die Gemeinwohlökonomie gemeinwohlorientiertes Wirtschaften versteht. Und im Thema A1, Menschenwürde in der Lieferkette, werden zum Beispiel folgende Maßnahmen genannt. Zum Beispiel, dass ein Gemeinwohlökonomie-Unternehmen Produkte bezieht, die unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt werden. Mhm. Dass es auf Risiken der Zulieferkette achtet, bei welchen die Verletzungen der Menschenrechte häufig vorkommt. Oder auch, dass es sich eben aktiv für ein menschenwürdiges Verhalten in der Lieferkette einsetzt. Mhm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich ein Unternehmen konsequent an der Gemeinwohlbilanz orientiert, diese Maßnahmen, die ich jetzt gerade schon genannt habe, umsetzt und sich, sage ich mal, kontinuierlich in diesen Bereichen verbessern möchte, kann man zum Beispiel zu dem Schluss kommen, dass es dadurch SDG 12 fördert. Okay. Wir haben schon gesagt, da geht es um nachhaltigen Konsum und Produktion, weil durch die Bildung von einer ethischen oder sozialen nachhaltigen Lieferkette fördern Unternehmen ja quasi einerseits den nachhaltigen Konsum als Unternehmen, andererseits aber auch die nachhaltige Produktion, was wiederum die Grundlage für den nachhaltigen Konsum der Kundinnen des Unternehmens schafft. Ja, also es ergibt sich quasi so eine Art positiver Feedback-Loop, würde ich sagen. Und wenn man diese Wirkungsanalyse quasi für alle SDGs in diesem Gemeinwohlthema durchführt, komme zumindest ich in meiner Arbeit zum Schluss, dass im Gemeinwohlthema A1 Menschenwürde Lieferkette 9 SDGs adressiert werden. Jetzt kommen wir zu einem anderen Loop, nämlich zurück in diese Sendung. Ich glaube, es ist empfehlenswert, Ihre Masterarbeit zu lesen, Matthias Kasper. Ich danke Ihnen für die Ermutigung, sich wirklich mit den SDGs weiter zu beschäftigen und dabei vielleicht nebenbei auch die Gemeinwohlbilanz zu lesen. Ich danke Ihnen und schicke Ihnen ganz herzliche Grüße nach Berlin. Auf Vielen Wiederhören. Dank. Tschüss. Schönen Abend noch. Die Gemeinwohlökonomie, so haben wir gehört, setzt sich für ein anderes Wirtschaftssystem ein und dafür, dass alle Unternehmen neben einer Finanzbilanz auch eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Diese gibt im weitesten Sinne Auskunft darüber, wie Unternehmen Menschenrechte einhalten. Und genau dazu läuft derzeit in der UNO ein Verhandlungsprozess, der sogenannte UN Binding Treaty Prozess. Zu diesem Thema haben wir live aus Genf Andreas Zumach am Telefon, worüber wir uns sehr freuen. Guten Abend, Andreas Zumach. Guten Abend, Frau Brehm. Andreas Zumach, Sie sind seit 30 Jahren Korrespondent der Berliner Tageszeitung Taz beim europäischen Hauptsitz der UNO in Genf. Eines Ihrer Schwerpunktthemen ist die Menschenrechts- und Sicherheitspolitik sowie das Völkerrecht. 2009 erhielten Sie den Göttinger Friedenspreis und vor 3 Jahren erschien Ihr Buch »Globales Chaos – Machtlose UNO – Ist die Weltorganisation überflüssig geworden?« Aktuell beschäftigen Sie sich auch mit dem eben erwähnten UN Binding Treaty. Wer stieß denn diesen Verhandlungsprozess überhaupt an und warum?
Es gibt seit Ende der 60er Jahre eine Debatte unter den UNO-Mitgliedstaaten, Unternehmen, vor allem transnationale oder multinationale Konzerne, zur Einhaltung all der Menschenrechts- und auch Umweltverpflichtungen und Sozialstandards zu verpflichten, die zwischen Staaten eben auch vereinbart wurden. Die Industriestaaten des Nordens haben das immer wieder verhindert und haben sich auf freiwillige Selbstverpflichtungserklärungen verlassen wollen. Seit 2014 gibt es einen Mehrheitsbeschluss im UNO-Menschenrechtsrat, der hier ständig in Genf sitzt. Jetzt formale Verhandlungen über verbindliche Menschenrechtsnormen für Unternehmen zu beschließen mit Überwachungs-, Durchsetzungs- und Sanktionsmechanismen. Das haben die Mitgliedsländer des Südens im Menschenrechtsrat mit Mehrheit durchgesetzt bei Gegenstimmen der nördlichen Industriestaaten, darunter auch Deutschlands. Und dann gibt es eine über 1000 Gruppen beinhaltende internationale Allianz von Nichtregierungsorganisationen, die diesen Prozess antreibt. Was sind denn kurz die Kernforderungen dieses möglichen Vertrages? Es gibt fünf Kernforderungen. Das erste ist, dass das Abkommen Staaten vorschreiben soll, dass die bei ihnen ansässigen Unternehmen, also nehmen wir beispielsweise Siemens in Deutschland, durch klare Gesetze zur Achtung der Menschenrechte verpflichtet werden, und zwar auch bei ihren Geschäften im Ausland, bei ihren Tochterunternehmen im Ausland und in den ganzen Lieferketten. Zweitens sollte geregelt werden, dass Betroffene von Menschenrechtsverstößen im Schadensfall ihre Rechte einklagen können, auch im Herkunftsstaat eines Unternehmens. Also jemand, der im Ausland von einer Siemens-Filiale in seinen Menschenrechten verletzt wurde, sollte das auch in München einklagen können. Drittens müssen sich die Staaten einigen, wie sie in grenzüberschreitenden Fällen zusammenarbeiten. Also wenn beispielsweise die Verletzung in einer Siemens-Filiale in Guatemala passiert ist, wie dann die deutschen und die guatemaltekischen Justizbehörden zusammenarbeiten, um das Unternehmen Siemens zur Verantwortung zu ziehen. Und schließlich sollten sich die Staaten darauf einigen, dass diese Menschenrechtspflichten für die Unternehmen Vorrang haben, vor allen Pflichten, die aus den ganzen Handels- und Investitionsschutzabkommen abgeleitet werden. Das ist ja besonders wichtig, ne? Im Idealfall einen neuen internationalen Gerichtshof geben, wo sich Menschen beschweren können, wenn ihnen von ihren nationalen Justizbehörden nicht Recht verschafft wird. Aber warum sind denn eigentlich diese Forderungen notwendig geworden? Wieso brauchen wir eigene, noch besondere, verbindliche Normen für die Wirtschaft, damit sie sich an die Menschenrechte halten? Ich dachte, die Menschenrechte sind universell. Diese Frage habe ich mir auch jahrelang gestellt und im Grunde sehe ich es bis heute nicht völlig ein, warum nicht die zwischen Staaten seit 1948 ja völkerrechtlich verbindlichen Menschenrechtsnormen automatisch auch für Wirtschaftsunternehmen gelten sollen. Aber die historische Erfahrung lehrt, dass das nicht geschehen ist, dass das eben von den Regierungen der allermeisten Staaten, vor allem des Nordens, nicht durchgesetzt wurde. Und vor 8 Jahren gab es einen besonders schlimmen Fall, der mich dann auch zum Umdenken bewogen hat. Da ist in einer Filiale des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns Nestle, der seinen Weltstammsitz hier in der Nähe von Genf, am Genfer See hat, in einer Filiale in Kolumbien ein aktiver Gewerkschaftsführer ermordet worden. Der kolumbianische Richter hat ein Verfahren aufgerollt, immerhin, und die unmittelbaren Täter, die beiden Killer, verurteilt, aber hat in seinem Urteil geschrieben, die eigentlichen Hauptverantwortlichen sitzen in WW am Genfer See. Da sitzt die Weltzentrale von Nestle. Und daraufhin hat die Witwe des Ermordeten geklagt vor Schweizer Gerichten. Die haben die Sache hin und her verschoben und schließlich nach 7 Jahren durch das oberste Schweizer Gericht entschieden, der Fall sei verjährt. Und genau für solche Fälle brauchen wir eben doch offensichtlich zwingende Menschenrechtsnormen ausdrücklich für Unternehmen, natürlich vereinbar zwischen den Staaten und dann auch mit den beschriebenen Überwachungs-, Durchsetzungs- und Sanktionsmechanismen. Wie steht denn die Bundesregierung eigentlich zu diesem Prozess? Beteiligt die sich aktiv? Müsste ja eigentlich in dem Interesse der Bundesregierung auch sein, Menschenrechte durchzusetzen. Die Bundesrepublik Deutschland gehört nun zu den nördlichen Industriestaaten, also das sind vor allem die europäischen Staaten, die USA, Kanada, Japan, die in den letzten 40 Jahren verbindliche Regeln immer hintertrieben haben. Und in dem aktuellen Verhandlungsprozess, der jetzt seit 2014 im UNO-Menschenrechtsrat in Genf läuft, spielt Deutschland eine Blockaderolle. Zunächst hat man sich in der ersten Verhandlungsrunde überhaupt nicht beteiligt. In der zweiten schickte man zwei untergeordnete Frauen aus dem Außenministerium in Berlin, die aber nur beobachten durften, nicht mitverhandeln durften. Vor der dritten Verhandlungsrunde hat Deutschland im Finanzausschuss der UNO-Generalversammlung, wo ja im Dezember immer das Budget der UNO für das kommende Jahr verabredet wird,
ja den Antrag gestellt, diese Verhandlungsrunden des Menschenrechtsrates in Genf nicht mehr zu finanzieren. Das ist zum Glück mit Mehrheit abgelehnt worden. Also eine absolut destruktive Haltung bislang jedenfalls, während einige andere EU-Staaten, die auch Industriestaaten sind, wie Frankreich und auch die Skandinavier, sich inzwischen konstruktiv verhalten. Die USA erscheinen überhaupt nicht. Oh je. Die vierte Verhandlungsrunde steht bevor. Im Oktober geht es in Genf bei Ihnen vor der Tür weiter. Wird dann ein erster Entwurf des möglichen völkerrechtlichen Vertrages schon vorgelegt werden und diskutiert werden? Oder was wird in dieser einen Woche dann besprochen? Nach den ersten zwei Verhandlungsrunden hat der ecuadorianische Botschafter, der den Vorsitz innehat für diese Verhandlungen, einen ersten Entwurf vorgelegt, aufgrund der bis dahin eingereichten Vorschläge verschiedener Staaten. Dieser Entwurf hat natürlich noch eine Reihe von eckigen Klammern, wo also noch umstrittene Formulierungen drin stehen und auch Lücken sind. Die müssen noch gefüllt worden. Da hat Deutschland gleich gemault und hat gesagt, das wäre viel zu voreilig. Also auch hier der Versuch der Bundesregierung, den ganzen Prozess zu verschleppen. Aber die Mehrheit der Mitgliedstaaten in diesem 47-Staaten-Menschenrechtsrat lässt sich davon nicht beirren. Der Prozess geht weiter und ich denke, man wird im Oktober bei dieser Runde schon sehr konkret dann über einen vorliegenden Entwurf reden. Ob man schon darüber endgültig abstimmt, wage ich nicht vorauszusagen. Aber völlig auszuschließen ist es nicht. Und die große Frage ist natürlich, welcher Druck entsteht bis dahin innenpolitisch in Deutschland und in anderen Blockadestaaten auf die jeweiligen Regierungen, damit die sich endlich konstruktiver hier in Genf verhalten. Das wäre ja wirklich revolutionär, wenn es einen internationalen Menschenrechtsgerichtshof gäbe. Angesichts der jetzt laufenden sogenannten Freihandelspaktverfahren, JEFTA wurde gerade letzte Woche unterzeichnet, da gibt es ja diese Schiedsgerichte. Das wäre ja sozusagen die Aufhebung der Schiedsgerichte, oder? Es wäre ein wirklich revolutionärer Prozess. Wir müssen drei Ebenen unterscheiden. Man hat ja die Welthandelsorganisation WTO seit 1994, die ja neu auch Schiedsgerichte hat. Dies sind Schiedsgerichte, wenn es Handelsstreitigkeiten zwischen Staaten gibt. Und die bisherige Erfahrung der letzten 24 Jahre ist, wenn immer ein Staat geklagt hat mit einem Umwelt- oder Menschenrechtsanliegen, also beispielsweise die EU verbietet Kanada, Zement zu importieren, weil das krebserregenden Asbest enthält, der ja längst in Europa verboten ist. Also verklagt Kanada die EU vor diesem Schiedsgerichtshof der WTO. Aber Kanada bekommt Recht, weil diese Schiedsgerichtshöfe in ausnahmslos allen Fällen immer für die Handelsfreiheit entschieden haben, niemals für Umweltstandards, Sozialstandards und Menschenrechtsstandards. Deswegen hat sich die Illusion der 90er Jahre, dass diese ja auch bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen von Handelsverträgen berücksichtigt werden, als Illusion erwiesen. Nun gibt es die von Ihnen erwähnten bilateralen Handelsverträge, sei es jetzt JEFTA oder immer noch die Absicht auch zwischen EU und USA oder EU und Kanada, wo die Unternehmen drauf dringen, Gerichtshöfe zu haben, vor denen sie dann ihre Interessen gegen Staaten und gegen staatliche Regulierungen durchsetzen. Und das Gegenmodell wäre eben ein Gerichtshof, vor dem ausschließlich über Verstöße verhandelt wird und wo auch jeder und jede von uns, also Individualklagen, möglich sind. Das wäre wirklich ein revolutionärer neuer Schritt, den natürlich wiederum nur die Staaten gemeinsam beschließen können. Das macht niemand sonst. Um diesen revolutionären Prozess, der da in Genf gerade läuft, anzustoßen, weiter zu begleiten, zu verstärken, was können wir denn aus der Zivilgesellschaft zum Beispiel tun? Naja, die Zivilgesellschaft, die internationale, hat ja hier schon sehr viel getan. Ohne diesen Druck von jetzt über 1000 Gruppen aus aller Welt, Deutschland sind 20 dabei, wie ATTAC, wie Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsfonds, ganz viele Gruppen, die zum Teil seit Jahrzehnten in Gerechtigkeitsfragen, in Handelsfragen, in Menschenrechtsfragen aktiv sind, haben sich hier zusammengetan. Ohne den Druck und die Öffentlichkeit, die diese Gruppen auf ihre jeweiligen Regierungen erzeugt haben, wäre es noch nicht mal zu diesem Verhandlungsprozess gekommen. Und es geht jetzt darum, diesen Skandal der Blockade durch die deutsche Bundesregierung noch sehr viel öffentlicher zu machen bei uns in Deutschland und noch sehr viel mehr Druck zu erzeugen. Hier wären auch die Gewerkschaften als ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Akteur sehr wichtig. Bisher ist nur Verdi dran beteiligt, immerhin, und einzelne lokale Gewerkschaften.
Aber es wäre natürlich ein wesentlicher Fortschritt, wenn der Deutsche Gewerkschaftsbund als Ganzes sich hier diesen Forderungen der Treaty Alliance, also dieses Anschlüsse. Bündnisses von Nichtregierungsorganisationen anschließen würde. Das werden wir hier versuchen. Der DGB ist gleich gegenüber hier. Ja. Und wir werden zu diesem Zweck auch Ihre wunderbare Berichterstattung, auf die ich mich schon im Oktober freue, verlassen und die als Grundlage für unsere Argumente auch verwenden. Andreas Zumach, ganz herzlichen Dank. Unsere Sendezeit ist leider vorbei. Ich könnte mich ewig weiter mit Ihnen unterhalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute nach Genf und halten Sie uns auf dem Laufenden. Wir tun hier unser Übriges. Ganz herzlichen Dank. Mache ich gerne. Tschüss. Tschüss. Gute Grüße nach München. Danke. Ciao. Nach dem Ausflug in die internationale Politik kehren wir wieder zur Gemeinwohlbilanz zurück. Ein Wert, den sie besonders unter die Lupe nimmt, ist Transparenz und Mitentscheidung. Nicht nur in der Lieferkette oder im Verhältnis zu den KundInnen sind Transparenz und Mitentscheidung wichtig. Auch wenn es um die Produkte selbst geht, tragen Transparenz und die Beteiligung der Kundschaft an der Entwicklung von Produkten maßgeblich zur Nachhaltigkeit unseres Konsums und unseres Wirtschaftens bei. Werden wir, wie heute üblich, nicht beteiligt, kommt es zu Fehlentwicklungen wie der Obsoleszenz, bei der Unternehmen die Lebensdauer von Produkten bewusst verkürzen. Wie lebendig Transparenz und Mitentscheidung nicht nur im Verhältnis nach außen, sondern auch innerbetrieblich gelebt werden können, zeigen Unternehmen, die die Rechtsform der Genossenschaften wählen, wo die Belegschaft gleichzeitig Eigentümerin des Unternehmens ist. Kurzfristige Renditeinteressen stehen dabei nicht im Vordergrund, sondern Nachhaltigkeit durch Kooperation, wie alternative Wohnprojekte, Dorfläden, dezentrale Energie- und Agrargenossenschaften, die Genossenschaftsbanken oder sogar Zeitungsgenossenschaften, wie die Taz beeindruckend zeigen. Genossenschaften verwirklichen dabei die Idee der Nachhaltigkeit gleich in dreifacher Hinsicht. Als Wirtschaftsakteure schaffen sie Chancen für Jobs, Lebensunterhalt und Einkommen. Als auf Menschen ausgerichtete Unternehmen mit sozialen Zielen tragen sie zu sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit bei. Und als von ihren Mitgliedern getragene demokratische Institutionen spielen sie eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und den Kommunen. Laut deutschem Genossenschafts- und Raiffeisenverband arbeiten weltweit 100 Millionen Menschen in Genossenschaften, 20% mehr als in multinationalen Konzernen. Allein in Deutschland gibt es etwa 8000 Genossenschaften. 25% der Bevölkerung sind Mitglied in einer Genossenschaft. Weltweit sind es rund 1 Milliarde Menschen. In manchen Ländern wird sogar ein Großteil der Landwirtschaft von Genossenschaften betrieben. In Norwegen erzeugen sie 99% der Milch. In Kenia machen sie 45% des Bruttoinlandsprodukts aus. Zudem sind Genossenschaften ausgesprochen pleitesicher. Im Jahr 2015 zum Beispiel meldete in Deutschland nicht eine einzige Genossenschaft Insolvenz an. Da die Idee sich also insgesamt als ziemlich gut erwiesen hat, wurde sie 2014 von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Eine dieser vielen Genossenschaften, die zu einem erfolgreichen Modell für die Demokratisierung der Wirtschaft wurde, stellen wir Ihnen heute vor. Mondragon im spanischen Baskenland. Dort wollte sich nach dem Spanischen Bürgerkrieg 1939 der Arbeiterpriester Don José María Arizmendiarreta nicht mit der Massenarbeitslosigkeit abfinden. Er gründete 1943 mit 24 Jugendlichen eine Ausbildungswerkstatt, sammelte Spenden und Begeisterung im Dorf. 13 Jahre später wurde daraus Mondragon, die erste Genossenschaft für preisgünstige Ölöfen. Die Genossenschaft wuchs und ist heute die weltweit größte Industriegenossenschaft mit 74.000 Mitarbeiterinnen, die unter anderem Kühlschränke, Möbel, Busse und auch Windkraftanlagen baut, eine eigene Bank hat, eine eigene Sozialversicherung, eine eigene Universität, die Supermarktkette Eroski betreibt und eigene Forschungszentren. Dr. Achim Brandt, Mitglied bei Attac München, hat Mondragon im Frühjahr besucht. Wir haben ihn zunächst gefragt, wie groß Mondragon derzeit ist und wie das Modell funktioniert. Es ist eigentlich nicht nur eine Genossenschaft, sondern ein Zusammenschluss von 102 Genossenschaften. Wenn es einer Genossenschaft schlecht geht und sie Mitarbeiter eigentlich nicht mehr brauchen kann, dann fragt sie rum, ob vielleicht eine andere Genossenschaft, der es zurzeit besser geht, die Mitarbeiter eine Zeit lang übernehmen kann.
Und so vermeiden die also, dass Entlassungen notwendig werden. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass die Genossen aus Solidarität ein bisschen auf Lohn verzichten, damit sie dann trotz angespannter Haushaltslage niemand entlassen müssen. Also das ist eigentlich ein besonderes Kennzeichen von Mondragon und ich glaube auch von anderen Genossenschaften, dass sie viel seltener Leute entlassen als die üblichen Aktiengesellschaften, so wie Siemens, die dann plötzlich mal wieder 1000 Leute rausschmeißen, obwohl sie gerade 4 Milliarden Gewinn gemacht haben. Also sowas kommt bei Genossenschaften praktisch nicht vor. Wir sprechen hier von Genossenschaften, die 74.000 Menschen beschäftigen. In welchen Produktionsbereichen sind denn diese Genossenschaften tätig? Ja, das ist das Besondere an der Genossenschaft Mondragon, weil üblicherweise kennt man ja Genossenschaften mehr aus Konsum, Einkaufsgenossenschaften oder landwirtschaftliche Genossenschaften, Weinbau. Nein, das ist eine Industriegenossenschaft. Die machen Kühlschränke und Fertigungsanlagen und Roboter und Zulieferungen an Autos. Also sie machen Bremsen und Schaltungen und so weiter, also technische Sachen. Fahrräder machen sie auch. Eine, die ist eine Bank, also eine Genossenschaftsbank, die gegründet wurde, damit sie günstige Kredite an die anderen Genossenschaften geben kann und auch bei Gründungen, bei Neugründungen helfen kann. Die Bank ist gleichzeitig eine Unternehmensberatung, die hilft, also neue Genossenschaften auf die Beine zu stellen. Dann haben sie 15 Forschungszentren, die sich um Innovationen kümmern und es gibt eine Krankenkasse und Rentenversicherung für die Genossen. Das ist alles gemeinschaftlich über alle 102 Genossenschaften hinweg. Die Gemeinwohlbilanz prüft einen sehr wichtigen Wert, nämlich Transparenz und Mitentscheidung. Wie wird dieser Wert in Mondragon gelebt? Da fällt mir als erstes ein die typische Genossenschaftsstruktur, dass es da ja eine Hauptversammlung gibt, aber in der sitzen nicht die Aktionäre, die dann auch noch ungleiche Stimmberechtigungen haben. Wer ein großes Aktienpaket hat, da hat viel Gewicht und wer wenig Aktien hat, wenig, sondern in diesen Hauptversammlungen von Genossenschaften hat jeder gleiches Stimmrecht, also ein Mensch, eine Stimme. Das ist schon mal der erste Schritt zur Demokratie und die wählen dann eben den Vorstand. Aber ich denke, allein dadurch, dass die Vorstände von der Hauptversammlung gewählt werden, die wiederum aus den Mitarbeitern besteht, sind die Vorstände halt gezwungen, eigentlich sich demokratisch zu verhalten und den Willen der Belegschaft zu erfüllen und nicht den von irgendwelchen externen Eigentümern, die es ja gar nicht gibt bei Mondragon. Kannst du was zur Gehaltsspreizung in Mondragon sagen? Ja, da haben wir aus mehreren Quellen gehört, dass inzwischen der Chef höchstens 8-mal so viel verdienen darf wie die untersten Lohngruppen. Mondragon ist das 7. Unternehmen in Spanien und trotz seines Erfolgsmodells ist es eben noch nicht das größte Unternehmen Spaniens. Welchen Herausforderungen sieht sich Mondragon gegenübergestellt? Natürlich ist ja Mondragon auch im freien Wettbewerb anderen Konkurrenten ausgesetzt, die zum Beispiel ihre Mitarbeiter dadurch unter Druck setzen können, dass sie mit Entlassungen drohen, während Mondragon das eben nicht macht. Mondragon kann sich jetzt nicht beliebig weit entfernen in ihrem Sozialverhalten und in der Freundlichkeit gegenüber den Mitarbeitern von dem Standard, der im allgemeinen Markt üblich ist. Also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir verdoppeln die Gehälter aller Mitarbeiter hier, dann müssten sie eben auch die Preise erhöhen und dann wären sie wahrscheinlich nicht mehr konkurrenzfähig. Sie unterliegen dem Druck, ihre Preise niedrig zu halten und sich auch technologisch mindestens genauso schnell zu erneuern wie der Wettbewerb. Und also diese vielfachen Zwänge von außen bewirken, dass Mondragon froh ist, wenn sie es überhaupt schaffen zu überleben seit 60 Jahren mitten im kapitalistischen Umfeld und dass sie keinen großen Ehrgeiz bisher entwickelt haben, das ganze Land zu verändern. Manche fragen sich, ob das nicht der Kern einer völlig neuen Wirtschaft ist, wo die den ganzen Kapitalismus überwindet. Aber Mondragon selber äußert sich in der Richtung nicht. Also ich glaube, dass sie eher versuchen, zurückhaltend zu sein und kein Aufsehen zu erregen und jetzt nicht groß hier zu tönen, wir krempeln die ganze Wirtschaft um. Aber wahrscheinlich wäre das ein Schuss nach hinten, dann entsteht erst Gegenwind. Und ich glaube, sie sind ganz zufrieden, wenn sie im Baskenland ihre ruhige Kugel schieben können und so noch ein paar Jahrzehnte weitermachen.
Im Kapitalismus haben wir ja, also in der normalen Wirtschaft haben wir ja normalerweise die Trennung zwischen Arbeit und Kapital. Also die Mitarbeiter sind nicht dieselben Leute, wie die Eigentümer oder Anteilseigner einer Firma sind. Und das hat mehrere Nachteile. Also erstens können die Mitarbeiter dann nicht die Firmenpolitik bestimmen, sondern die Firmenpolitik wird bestimmt von den Anlegern und vom Vorstand, der von den Aktionären bestimmt wird. Und dann auch die Gewinnverwendung, wenn jetzt also die Produktivität steigt und man kann jetzt plötzlich 3- oder 4-mal so viel herstellen in derselben Zeit, dann wird das bei uns, normalerweise wird es nicht alles wieder zurückgeführt zu den Arbeitenden, sondern da freut sich erstmal die Anleger und Aktionäre, dass der Gewinn steigt dadurch. Und die Löhne bleiben eigentlich ja seit Jahren immer so auf einem Niveau, dass man gerade davon leben kann. Wenn man Glück hat, kann man relativ gut leben vom Lohn. Viele Leute können nicht sehr gut leben vom Lohn. Und also eigentlich wird der Lohn immer so niedrig gehalten, dass es gerade zum Lebensunterhalt reicht. Und alle Überschüsse, die aufgrund unserer hohen Produktivität geschaffen werden, gehen an die falsche Seite, an die Kapitalseite. In der Genossenschaft ist es im Prinzip viel besser, weil da ja sämtliche Gewinne zunächst mal den Arbeitern gehören. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt die ganze Wirtschaft nur noch aus Genossenschaften besteht, dass dann allmählich die Mitarbeiter in den Genossen es durchsetzen werden, dass man nicht den Produktivitätsfortschritt immer bloß in höhere Gewinne ausdrückt, sondern dass man zum Beispiel dann Arbeitszeitverkürzung durchsetzt und sagt, ja, dann gehen wir nur noch 3 Tage in der Woche arbeiten oder gehen mit 55 in Rente, weil wir können mit diesen tollen neuen Maschinen können wir ja trotzdem alles, was wir brauchen, lässig herstellen. Und diese Freiheit hat man erst, wenn die Belegschaft auch vollen Zugriff hat auf Kapitalentscheidungen und die Gewinne. Und das sehe ich als große Chance der Genossenschaften, was aber, solange es die Genossenschaften nur so einzelne Firmen sind, mitten im kapitalistischen Umfeld, können sie diese Freiheit nicht realisieren bisher. Zum Schluss der Sendung haben wir noch ein paar Veranstaltungshinweise für Sie. Unter dem Motto Anfangen, Utopien zu leben, findet in Augsburg im Rahmen der Peace City Summer School vom 5. bis 7. August ein Seminar zur Gemeinwohlökonomie statt. Am Nachmittag des 5. August besuchen wir die Lebensgemeinschaft Schloss Blumenthal, ein Mitgliedsunternehmen der Gemeinwohlökonomie. Am Montag, den 6. August, trifft sich die Augsburger GWÖ Regionalgruppe um 19 Uhr in der Weißengasse 3. Zum Schluss legen wir Ihnen noch das Buch König Kunde von Rainer Müller ans Herz, dem Koordinator der Stuttgarter Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomie. In 42 Kurzgeschichten reflektieren philosophierende Kühe, Märchenwesen und ein moderierender Schuh auf witzig-ironische Weise unseren alltäglichen Konsumwahnsinn und zeigen Wege auf, wie wir anders handeln können. Das Buch kostet 16 Euro. Nähere Infos gibt es unter www.könig-kunde-kurzgeschichten.de. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ein herzliches Dankeschön geht an Radio Lora und an unseren Tontechniker Peter Hirschberger. Die nächste Sendung hören Sie am Montag, den 24. September ab 20 Uhr. Am Mikrofon verabschieden sich Andrea Behm und Reinhard Schwarz. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Zum Gemeinwohl.